Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich würde gerne eingangs zu drei Themen etwas ausführen. Zunächst zum Thema Innenpolitik. Sie wissen, dass die Polizei am gestrigen Sonntag alle Veranstaltungen unter freiem Himmel heute in der sächsischen Landeshauptstadt verboten hat. Das gilt somit auch nicht ausschließlich für die wiederum angemeldete Pegida-Demonstration, sondern auch für die wieder geplanten Gegendemonstrationen. Ich will ausdrücklich sagen, dass ein so umfängliches Demonstrationsverbot selbstverständlich einen massiven Eingriff in Grundrechte darstellt und deswegen auch erklärungsbedürftig ist seitens der Behörden. Und wir davon ausgehen und erwarten, dass die Sicherheitsbehörden, die Polizei, vor allen Dingen auch gegenüber den parlamentarischen Gremien, sowohl im Sächsischen Landtag als auch gegenüber dem Bundestag, deutlich darstellt. Ich will die Frage des Bundestages dahingehend begründen, dass ja offensichtlich, zumindest wenn ich das den Meldungen entnehme, die entsprechenden Informationen seitens des BKA zur Verfügung gestellt worden sind. Es ist in dem Zusammenhang auch zu hinterfragen, warum, wenn es denn so ist, dass es eine konkrete Gefährdung der einen Demonstration bzw. einzelner Demonstrationsmitglieder gibt oder gegeben hat, warum in diesem Zusammenhang gleich alle Demonstrationen in Dresden verboten worden sind. Hier erwarten wir zügige Aufklärung. Ich will an der Stelle meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die Organisatoren der Pegida-Kundgebungen und Demonstrationen diese Entscheidung der Behörden nicht politisch ausschlachten und sich als Opfer gerieren. Und ich will in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass gerade in der sächsischen Landeshauptstadt seit Wochen und Monaten ein Klima herrscht, in dem sich Menschen bedroht fühlen, nicht zuletzt Flüchtlinge, die sich in Dresden seit geraumer Zeit nicht mehr auf die Straße trauen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, betrifft Griechenland. Wir sind in der letzten Woche des Wahlkampfes. Der Wahlkampf in Griechenland und die anstehende Entscheidung hat weit über Griechenland hinaus Aufmerksamkeit gefunden. Das wird sich auch in dieser Woche nicht ändern. Wir sind optimistisch, nicht zuletzt, weil wir Partnerpartei sind, dass es Syriza und dem Spitzenkandidaten Alexis Tsipras gelingt, bei dieser Wahl in Griechenland als Sieger hervorzugehen. Es wäre ein wichtiges Zeichen, auch über Griechenland hinaus an der herrschenden Politik in der Europäischen Union eine deutliche Veränderung herbeizuführen. Wir sehen in Griechenland sehr klar und hautnah, dass die im Moment und seit einigen Jahren praktizierte Sparpolitik nicht hilft und Griechinnen und Griechen zunehmend von Armut betroffen sind. Das ist keine Perspektive für dieses Land. Und das machen die Meinungsumfragen und wahrscheinlich auch das Wahlergebnis am kommenden Sonntag sehr deutlich. Ein Wahlsieg von Syriza wäre die Chance, einen Politikwechsel nicht nur in Griechenland zu erreichen, sondern auch in der Europäischen Union insgesamt darüber zu sprechen, wie wir weitermachen wollen politisch. Ich will in diesem Zusammenhang die Aufforderung wiederholen, dass sowohl die deutsche Bundesregierung als auch die Damen und Herren der Europäischen Union, der Kommission, sich zurückhalten, was den Wahlkampf in Griechenland betrifft und die Entscheidung, wie in Griechenland gewählt wird, den Griechinnen und Griechen überlassen. Wir haben in den letzten Wochen einiges an Erpressung erlebt, an Schreckensszenarien, die an die Wand gemalt worden sind, wenn die Griechinnen und Griechen in einer bestimmten Richtung von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Das halte ich für ein undemokratisches Vorgehen. Ich will Ihnen mitteilen, dass der Vorsitzende Bernd Rixinger diese Woche nach Griechenland reisen wird, genau gesagt morgen. Und unsere Freundinnen und Freunde in Griechenland von Syriza in diesem Wahlkampf mit unterstützen wird, soweit das in unseren Kräften steht. Dritte und abschließende Bemerkung, die ich machen will, bezieht sich auf das Thema Einkommens- und Reichtumsverteilung. Die Organisation Oxfam hat heute mitgeteilt, dass wir wahrscheinlich in dem vor uns liegenden Jahr
den Punkt erreichen werden, dass 1%, das reichste Prozent der Weltbevölkerung, mehr besitzen wird als die restlichen 99% auf dieser Welt. Insofern muss man darüber nachdenken, ob die sehr oft gebrauchte, auch von uns gebrauchte Sprachregelung der Schere zwischen Arm und Reich immer noch zutreffend ist oder nicht schon längst einen erheblichen Euphemismus darstellt. Wir haben hier eine Entwicklung, die katastrophal ist und Ungleichheit auf dieser Welt in ein Maß zieht, was wir nicht mehr akzeptieren dürfen. Politische Sicherheit, politische Entwicklung, Demokratie, Menschenwürde sind von dieser Frage der Reichtumsverteilung nicht trennbar. Und wir haben offensichtlich einen Großteil der Weltbevölkerung, der von einer solchen Entwicklung abgeschnitten ist. Insofern plädieren wir auch als Linke dafür, dass nicht zuletzt beim jetzt anstehenden Weltwirtschaftsforum in Davos sich darauf verständigt wird, sich die Forderungen von Oxfam zu eigen zu machen, die keine Revolution darstellen würden. Das muss man ja immer wieder dazu sagen. Aber ein Stück weit mehr Gerechtigkeit herbeiführen könnten. Da geht es um die Bekämpfung von Steuervermeidung und von Steuerflucht. Es geht um die Besteuerung von Kapital und es geht um die Einführung von Mindestlöhnen und die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen. Das ist eine Forderung, die weltweit gilt und die Frage der Reichtumsverteilung fängt natürlich auch hier bei uns in der Bundesrepublik an. Sie wissen, dass wir als Linke in dieser Frage seit langem eine stärkere Besteuerung und eine Millionärsabgabe fordern. Herzlichen Dank.